Francesco Melzi, der Erbe seines literarischen Nachlasses, meldete der Familie in Florenz den Tod mit den Worten: »Jeder betrauert mit mir das Hinscheiden eines Mannes, wie ihn zum zweiten Mal zu schaffen die Natur nicht die Kraft hat.« Und in der Tat, es schwindelt einem der Kopf, wenn man versucht, in diese Geisteswelt einzudringen. Man hat bei jedem Wort, das man schreibt, das Gefühl, es würde einem das zermalmende Wort des Erdgeistes entgegengeschleudert: »Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir.« Es ward ja oft ausgesprochen. In Leonardo hat die Universalität des Renaissancegeistes ihren Gipfel erreicht. Nie vorher und nachher hat menschliche Begabung in so erstaunlicher Weise sich über alle Gebiete des Denkens erstreckt. Ganz abgesehen davon, dass er sämtliche Künste beherrschte. Er ging von der Mathematik zur Musik, von der Physik zur Geologie und Botanik. Keine moderne Erfindung gibt es, die er nicht, in der Vision wenigstens, vorausnahm. Und wenn nach Leibniz kein Mensch eine höhere geistige Potenz begreift, als er selbst besitzt, so ist schon damit gesagt, welches unendliche Defizit bleiben muss, wenn wir simple Menschen uns einem Genius wie Leonardo nahen. Der Kunsthistoriker hilft sich also damit, dass er aus der Gesamtheit des leonardischen Schaffens das kleine Partikelchen herausgreift, das die Kunst betrifft. Doch hat man diese Teilung vollzogen? Hat man den Künstler Leonardo von dem Gelehrten und Forscher abgesondert? So türmen sich abermals die allerschwierigsten Probleme auf.